Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde des gepflegten Strategiespiels. Hier ist wieder euer Don Firenze und wir spielen eine Runde Attila Total War mit den Franken. Ja, in der letzten Folge haben wir hier Colonia Agrippa. Agrippa war ja ein Freund von Augustus. Ein großer Feldherr, wahrscheinlich nach ihm benannt die Stadt, hier eine Schlacht geschlagen. Und insofern haben wir jetzt hier schon mal so ein bisschen dem Gallier Einhalt geboten. Sage ich jetzt einfach mal so. Und jetzt müssen wir nur gucken, dass wir uns da schön runterkämpfen und so nach und nach uns den Römern wieder annähern. Also dass wir werden so jetzt mal die nächsten Ziele, die drei Provinzen plus ja, im Prinzip auch die drei hier. Ja, und dann gehen wir hier runter, würde ich vorschlagen. Und dann grenzen wir schon ans Römische Reich an. Da müssen wir einfach mal gucken, was wir uns da so zu bieten haben. Und ja, ich kann jetzt hier noch ein paar Männchen bauen. Ich fand die jetzt hier eigentlich gar nicht so schlecht, aber ich glaube, ich werde mich für die hier entscheiden. Die Jungs sind gut. Sind wirklich gut. So als Meat Shield, klar, kann man die schon benutzen, aber im Grunde genommen, ja. Runde beenden. Okay, schauen wir mal, was passiert. Den können wir platt machen, denke ich. Oh, 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 oh. Shit. Das mache ich automatisch, bringt eh nichts. Ich frage mich, was sie machen werden. Das ist nicht gut. Plünderung. Vernichtung. Boah, fuck. Yeah, baby, yeah. Das kostet richtig Asche. Das kostet richtig, richtig Asche. Cooles Feature, muss man sagen. Solange man es selber anwendet und nicht der Feind auf einen, da kann man richtig in die Bredouille geraten. Und nur weil wir diese eine Provinz eben nicht... Boah. Ort Flevion, alter Cousine, okay. Ja. Die Raben kommen. Jawohl. Geh du ruhig mal hier runter schon. Na warte, du kleiner Pisser, echt. Und das, sorry Leute, aber da bin ich jetzt not amused. Wieso wollt ihr jetzt da nicht hin? Wir können dort nicht segeln. Halte auf sie zu. Wir können dort nicht segeln. Ey, ich geb dir gleich, ihr könnt dort nicht segeln. Wie lautet euer nächster Befehl? Wieso könnt ihr da nicht segeln? Die Schiffe zum Hafen. Krieger. Okay. Nicht möglich. Was sind denn das hier für Jungs? Die Einsamkeit. Venezianer. Mal gucken, wie die mit... Oh, die Veneter. V wie Veneter. Ich bin sicher, ihr habt viele Nettigkeiten für mich, aber bitte, lasst das. Sprecht von Fleisch. Ja, machen wir mal. Willkommen, würdiger Freund. Lasst uns...
Was sind das hier oben für Manschka? Die Schädelspalte. Ja. Geh jetzt von Bord. Zieht, zieht, bis euch der Rücken bricht. Andocken. Das nennt ihr eine Garnison? Ja, das nenne ich eine Garnison. Wie kann ich euch helfen? Bereit zum Kampf. Dieser Char. Ach Gott, hier oben eine Sacke. Rekrutierungskasten. Chance. Wohlstand aus Einwanderung. Machen wir hier mal ihn mal rein. Ja, ich bin jetzt immer noch so ein bisschen beeindruckt von diesem Ergebnis hier. Hatte ich mir so nicht vorgestellt. Das kostet jetzt vor allem wieder ein Schweinegeld, das... Scheiße. Echt. Zum Kotzen. Ich sehne mich nach einem Kampf. Krieger! Die Siedlung wird belagert. Für den Stamm! Niemand wird entkommen. Krieger! Flotte bereit für den Stamm! Wie kann ich euch helfen? Da müssen wir jetzt einfach mal durch. Ich erwarte eure Befehle! Da müssen wir jetzt einfach mal durch. Das hilft jetzt alles nichts. Wir können also noch einen Provinzstatthalter einsetzen, okay? Okay. Ja. Bereit zum Kampf. Wie sieht's denn da eigentlich mit der Religion aus? Keltisches Heidentum, germanisches Heidentum 0. Also machen wir hier erstmal wieder den hier rein. Ich erwarte eure Befehle. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Feste des Stammesführers. Machen wir eine Stahlschmiede draus, oder? Obwohl, brauchen wir hier ja auch früher oder später nicht mehr. Heiliges Gebäude. Machen wir mal die Hofstadt und dann entsprechend Ziegen. Marktstände. Verarmung. Holzfällerlager. Bauplatz, Stadtzentrum. Ja, machen wir mal Stadtzentrum noch. Ja, ich bin jetzt gerade so ein bisschen angepisst, weil der hier meine schöne Region da kaputt gemacht hat und wahrscheinlich jetzt noch weiterzieht. Aber kommt Zeit, kommt Rat. Und man kann eben nicht alles haben. Was machst du da, du Hundling?
Unstimmigkeit fördern. Feindlicher gescheitert. Ja. Ich probier mal den Mal zu täuschen. Für den Stamm! Wie kann ich euch helfen? Ich werde ihnen ein Ende setzen. Krieger! An die Arbeit, Männer! Für den Stamm! Ja! Geh von Bord! Ich erwarte eure Befehle! Schneller, ihr Verfluchten! Das können wir nicht tun! So. Wieso kann ich jetzt hier nichts mehr sehen? Sehr strange. Sehr, sehr strange. Aber gut, so ist es halt nun mal. Ich werde gleich warten, dass ich diese Region wieder hochbilden kann. Die sind halt alle drei noch echt am Leben, ne? Und ich muss jetzt so schnell wie möglich da übersetzen und die platt machen, ey. Was anderes bleibt mir eh nicht übrig. Die Alemannen, die hätte ich halt gern im Sack. Eine flatternde Zunge, die ohne Weisheit spricht, ist nicht willkommen. Seit wie Zahlung die anbieten, komm, wir geben denen mal 4.500. Kann ich vielleicht schon eine meiner Töchter verheiraten? Erbarmungsloser Angreifer. Die sehen für mich alle irgendwie gleich aus, ne? So. Wie kann ich euch helfen? Was kann ich noch tun? Für den Stamm! Charakter, okay. Multitalent. Machen wir einfach mal weiter. Jo. Es wurde viel Blut vergossen. Ich schlage vor, wir einigen uns auf Bedingungen, die den Fluss auf beiden Seiten stimmen. Dieser Krieg hat zu Blut. Negativ. Segen erteilen. Ja, ist okay. Stamm!
Die Siedlung wird belagert. Ich erwarte eure Befehle. Ich sehne mich nach einem Kampf. Na, wartet nur ab. Ihr kriegt's alle mit mir zu tun. Komme ich bis ganz ran? Ich weiß es nicht. Ich hätte vielleicht speichern sollen. Zum Kampf bereit machen. Ausrücken. Oh, da hat er es aber mit einigen Schiffen auf mich abgesehen. Ich erwarte eure Befehle. Doppelte Geschwindigkeit könnte ich noch machen. Hilft mir jetzt in dem Sinn aber auch nichts mehr. Wie kann ich euch helfen? Ich bin das Messer im Dunkeln. Ich könnte noch mehr tun. Attentat ausführen. Jawohl. Wie kann ich euch helfen? Augusta Trivarorum. Puh. Ich bin echt. Warte mal. Armee aufstellen, Flotte aufstellen. Aufstellen nicht möglich. Siedlung hat keinen Hafen. Ah. Okay, hier könnte ich eine Flotte aufstellen. Vermächtnis wieder einsetzen. Okay, hier geht's. Ich muss hier eine Flotte aufstellen. Die Frage ist jetzt bloß Kämpfer, Erfahrung, Nahkampf, Rekruten. Was ist denn das hier für einer? Warmungsloser Angreifer. Flotte bereit! Gut, jetzt wird es mir noch wenig nützen. Rekrutierungskosten für Seeeinheiten. Genau, das ist doch schon mal sehr gut. Ich erwarte eure Befehle. Ich sehne mich nach einem Kampf. Bereit zum Kampf. Wir belagern ihre Höhlen. So, okay, dann haben wir das schon mal eingenommen. Besetzen. Ich sehne mich nach einem Kampf. Was kann ich noch tun? In Bewegung. Ich befürchte, ich werde hier mein blaues Wunder leben. Ich speichern. Ja, ich brauche ja gar nicht speichern. Schauen wir mal, was passieren wird. Wo kommen denn die Pikten? Da kommen sie gleich. Oh, fuck. Guckt euch das an. Was zur Hölle? Was zur fucking Hölle? Ich glaube, ich habe hier die Hölle losgetreten, ey. Naja, das lasse ich mir eingehen. Wie lautet euer nächster Befehl? Das lasse ich mir eingehen.
So könnt ihr gern mehr davon machen. Kaledonia. Jetzt, wenn die verbündet sind, habe ich natürlich ein Problem. Ne, es geht auch noch. Gut. Ausgewogen. Entscheidender Sieg. Jawohl. Ja, das ist jetzt gar nicht so schlecht gelaufen, wie ich gedacht habe. Gott sei Dank, ey. Ich denke, ich habe zwei Einheiten verloren, aber das lässt sich regeln. Na, das kann ich jetzt eigentlich nicht gut gebrauchen. Aber gut, so ist es halt. Wo stehen die da hinten? Naja, gleich ums Eck sozusagen. Ja. Moment. Ich bin das Messer im Dunkeln. Vorräte ruinieren. Positives Ergebnis. Die Zerstörung bereitet mir Freude. Sehr schön, also die kommen nicht weit. Der ist schon richtig gut, muss man echt sagen. Korruption ausnutzen. In den Kampf! Bewegt euch! Tötet sie alle! Sehr schön. Das machen wir mal automatisch. Jawohl. Habt ihr noch weitere Befehle? Kommt nur her, ihr Bastarde. Sterbt, nehmt das. Wie alt ist denn der eigentlich? Na, der hat's bald hinter sich, ne? So. Ich erwarte eure Befehle. Der hier, oder diese Armee hat auch dick was auf dem Kasten. Schauen wir mal. (lacht) 20 von 20. Naja, es geht eigentlich. Vernichtet sie! Jawoll! Es gibt doch einen Odin. So. Tötet die Feiglinge. Nieder mit euch. Allerdings hat er hier unten natürlich jetzt auch noch ein Schiffsche. Aber da sage ich jetzt mal... Na, so. Schön. Schneller, ihr Verfluchten! An die Arbeit, Männer! Und wir müssen jetzt bloß gucken, dass wir jetzt so schnell wie möglich nachrücken. Das nennt ihr eine Garnison. Für den Sturm! Bewegt euch, Männer! Bewegt euch!
Bereit zum Kampf. So, alles klar. Wunderbar. Wunderbar. Wie kann ich euch helfen? Jawoll. Jawoll, sehr schön. Gut gemacht. Gut gemacht. An dieser Stelle sei gesagt, wir sind doch recht betagt. Und ich glaube, an dieser Stelle werde ich diese Folge auch beenden und mit dem süßen Gefühl des Sieges werde ich euch in den Abend verabschieden. Bis dann, euer Don Firenze.